Hallo alle zusammen. In diesem Video werden wir über Windows PowerShell sprechen. Wir werden analysieren, was es ist, warum es benötigt wird. Wir werden seine Hauptfunktionen und grundlegenden Befehle analysieren und wir werden auch über das Schreiben und Ausführen einfacher Skripte sprechen. Als Sie den Windows-Startbildschirm geforscht haben, haben Sie diese Anwendung wahrscheinlich bemerkt. Sie finden PowerShell, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü klicken. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu starten. Zum ersten Mal wurde Windows PowerShell als Teil von Windows 7 als integraler Bestandteil des Systems veröffentlicht. Darüber hinaus war eine zweite Version auch für frühere Systeme wie Windows XP und Windows Vista verfügbar. Die zweite Version war seit 2003 auch für Windows Server verfügbar. Höchstwahrscheinlich hat dieses Tool nur einen minimalen Nutzen für den durchschnittlichen Benutzer, aber für den Systemadministrator ist dieses Programm ein ausgezeichneter Assistent. Dieses Video ist für Anfänger gedacht. Für fortgeschrittene Benutzer sind die folgenden Informationen höchstwahrscheinlich nicht neu. Das Video enthält grundlegende Anfangsinformationen zu PowerShell. Also, lasst uns anfangen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns zunächst an, um welche Art von Werkzeug es sich handelt und warum es benötigt wird. PowerShell ist eine moderne standardisierte Befehlszeile-Shell, die Zugriff auf eine flexible Computerverwaltung und Computereinstellungen bietet. Tatsächlich ist dies dieselbe Befehlszeile, jedoch mit mehr Funktionen, die IT-Fachleuten mehr Möglichkeiten bietet, Betriebssystem der M7-Windows-Familie zu konfigurieren. Einfach ausgedrückt ist dies eine Art universeller Verwaltungsfunktion. Die Shell bietet bequemen Zugriff auf Verwaltungstools wie SIOM, WIM und IC und ermöglicht es Ihnen, normale Befehle auszuführen, um eine einzige Umgebung zu erstellen, in der Administratoren verschiedene Aufgaben auf lokalen und remote Systemen ausführen können. Die Funktionalität der Software ist beeindruckend. Damit können Sie Dienste, Konten, Daten, Tresore, Prozesse und sogar Server verwalten. Die Shell bietet Zugriff auf die Arbeit mit SIOM, NET und XMR-Objekten, das Ausführen externer Befehle, das Erstellen und Ausführen eigener Skripts und andere verschiedene Vorgänge. PowerShell verfügt über eigene Befehle wie die CMT-Konsole, die als CMT-Lets bezeichnet werden. Die Syntax der Sprache, die Definition der CMT-Lets und ihre Parameter in diesem Programm unterscheiden sich von den üblichen, obwohl das Dienstprogramm viele CMT-Befehle erkennen kann. PowerShell versteht Befehle wie CD, DIR, Copy und dergleichen in dieser Shell. Es handelt sich um Aliase, die nur der Einfachheit halber dienen. Beispiel: Der Befehl DIR, den der Benutzer zum Anzeigen des Dateisystems eingibt, entspricht dem Syntax getchute. PowerShell bietet sowohl eine konsolidierte Schnittstelle als auch eine verständliche PowerShell ICE Entwicklungsumgebung. Integrated Scripting Environment, integrierte Skriptungsumgebung für Skripte. Um die Befehlszeilen-Schnittstelle zu starten, geben Sie einfach PowerShell im Ausführungsfenster ein. Um das Ausführungsfenster zu starten, müssen Sie die Tastenkombination Windows plus R drücken.
PowerShell IC wird mit dem Befehl gestartet, der seinem Namen im selben Ausführungsfenster entspricht. IC bietet dem Entwickler dank Syntaxverhebungsfunktionen zu Code, Auto, Vervollständigen und anderen Funktionen mehr Möglichkeiten. Hier wird eine Liste aller möglichen Befehle, deren Beschreibung und Suche in einer separaten Spalte angezeigt. Führen Sie den Befehl Hilfe aus, um sich mit PowerShell vertraut zu machen. Hier sehen Sie eine kurze Beschreibung der Arbeit und Anwendungsbeispiele. Führen Sie den Befehl getCommand aus, um alle möglichen Befehle anzuzeigen. In PowerShell IC werden alle Befehle in der rechten Spalte separat ausgeführt. Hier sind sie alphabetisch und nach Modulen sortiert. Sie können auch nach Namen suchen. Wenn Sie sich die getCommand-Informationen genau ansehen, können Sie feststellen, dass Windows PowerShell Aliase, Funktionen und Symbols enthält. Aliase werden verwendet, um die Eingabe von Befehlen zu vereinfachen. Zum Beispiel ist CLC ein Alias des Befehls Clear Content. Symbols sind eine Implementierung aller in Windows PowerShell integrierter Befehle. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende PowerShell-Befehle, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. CD-Befehl wird verwendet, um zwischen Ordner zu wechseln. Diese Option unterscheidet sich von Befehl CD aus der Windows Shell durch die Möglichkeit, sich in der Registrierung zu bewegen, um beispielsweise den Registrierungsunterschluss CLH Local Machines Software einzugeben. Geben Sie Folgendes ein. Der Befehl getAlias zeigt eine Liste aller PowerShell-Aliase an. Der Alias für diesen Befehl lautet gal. Um alle Aliase mit ihren Prototypen anzuzeigen, müssen Sie den folgenden Befehl eingeben. Der Befehl getCommand wird verwendet, um eine Liste der verfügbaren Befehle abzurufen. Wir enthalten eine vollständige Beschreibung des Befehls getCommand, einschließlich seines Zwecks, seiner Syntax, seiner Optionen und so weiter, als Ergebnis des Helget-Befehls. Mit dem folgenden Befehl getService erhalten Sie eine Liste aller auf diesem Computer ausgeführten Dienste. Um eine Liste der Prozesse zu erhalten, die derzeit auf dem Computer ausgeführt werden, wird der Befehl getProcess verwendet. Der Befehl setContent oder sein Alias SC wird verwendet, um Werte in eine Datei zu schreiben. Wenn die angegebene Zieldatei nicht vorhanden ist, wird sie vom Befehl erstellt. Das folgende Beispiel zeigt das Schreiben des Werts MyData in eine Datei mit dem Namen Das Gegenteil von SC ist der Befehl getContent. Mit dem Befehl GC wird der Inhalt einer Datei gelesen. Im folgenden Beispiel wird beispielsweise der Inhalt der Datei angezeigt. Mit dem Befehl getEventLog können Sie Windows-Reinigungsprotokolle abrufen. Wie bei getProcess müssen Sie keine zusätzlichen Tools verwendet werden. Das folgende Befehlbeispiel zeigt das Abrufen der letzten 10 Einträge aus dem Reinigungsprotokoll. Windows PowerShell unterstützt auch die automatische Vervollständigung der Eingabe. Um dies zu überprüfen, geben Sie getp ein und drücken Sie die
Tab-Taste. Sie haben die Möglichkeit, alle Befehle auszuwählen, die mit dem von Ihnen eingegebenen Zeilen beginnen. Für Informationen zu nur einem Prozess wird der Name dieses Prozesses als Argument für den Befehl Get-Prozess angegeben. Get-Prozess und der Name des Prozesses. Die Shell enthält Ihren beeindruckenden Katalog, der von Hunderten von Befehlen präsentiert wird. Es ist nicht möglich, sich alle diese Namen und die damit verbundenen Eigenschaften zu merken. Dies muss jedoch nicht getan werden. Die meisten von Ihnen werden äußerst selten oder gar nicht in der Praxis angewendet. Sie sollten nur auf die wichtigsten und praktischsten achten, die nützliche Funktionen haben. Darüber hinaus können Sie eigene Batch-Dateien erstellen, bei denen es sich um Umgebung PC1 handelt, in der PowerShell Befehle eingefügt werden, um diese ausführen. Trotz der Tatsache, dass PowerShell seit langem Teil von Windows ist, können Sie die Skripts nicht mit einem einfachen Doppelklick ausführen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Skript und wählen Sie mit PowerShell ausführen. Aus Sicherheitsgründen müssen Batch-Dateien signiert werden. Sie können die aktuellen Richtlinien-Einstellungen überprüfen, indem Sie den Befehl Get Execution Police eingeben. Das Ergebnis ist einer der folgenden Werte. Rescripted Skriptstelling ist verboten. Standardkonfiguration als Signal. Sie können Skripte ausführen, die von einem vertrauenswürdigen Entwickler signiert wurden. Von der Ausführung des Skripts werden Sie von PowerShell um Bestätigung gebeten. Remote Signed. Sie können Ihre eigenen oder von einem vertrauenswürdigen Entwickler signierten Skripte ausführen. One Rescripted. Sie können beliebige Skripte ausführen. Während des Tests können Sie die Anforderung deaktivieren, nur signierte Dateien ausführen. Danach können Sie beliebige Skripte ausführen. Skripte zum Bearbeiten der Registrierung erstellen Dosen von Verzeichnissen und Dateien, ändern von Systemeinstellungen und so weiter. Ein Skript besteht aus einer Reihe von Befehlen, die eine Aufgabe automatisieren, die ein Benutzer manuell über die Programmoberfläche ausführen würde. Das folgende Skript schreibt beispielsweise Text in eine Datei. Denken Sie daran, die Anforderung zu aktivieren, nach dem Testen von PowerShell nur signierte Dateien erneut ausführen. Geben Sie den folgenden Befehl ein. Windows PowerShell kann nicht als einfaches und zugängliches Programm bezeichnet werden. Es ist schwer zu verstehen und Sie werden es nicht in kurzer Zeit beherrschen können. Ich hoffe, dass Sie nach dem Ansehen dieses Videos eine Vorstellung davon bekommen, was PowerShell ist. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.